Die Situation hier in Idomeni ist natürlich erstmal ziemlich bedrückend, wenn man wahrnimmt, wie viele Menschen hier sind und in eine für sie erstmal sehr ausweglose Situation geraten sind. Ist das schon etwas auch wirklich Niederschmetterndes? Im Moment ist nicht klar, wie es hier weitergeht. Für viele ist es nicht klar. Und das ist richtig zu spüren. Natürlich ist immer noch die Hoffnung da, dass die Grenze wieder aufgeht. Es gibt Gerüchte im Lager, das könnte innerhalb kürzester Zeit sein. Das ist aber völlig illusorisch. Das heißt, es geht darum, dass die Menschen sich ihrer Situation bewusst werden und natürlich erstmal für ihren Alltag, für das Nötigste sorgen. Es ist ganz beeindruckend, wie viel ehrenamtliches Engagement überhaupt hier das Lager am Laufen hält. Das ist nichts gut Organisiertes, sondern man macht einfach das, was nötig ist und was im Moment ansteht. Das aber auch mit viel Engagement, mit viel Herzblut. Ich habe großen Respekt vor den Ehrenamtlichen aus den NGOs und auch aus den Kirchengemeinden, die hier tätig sind. Die stecken zum Teil ihre ganze Arbeitszeit und ganze Arbeitskraft hinein. Das verdient wirklich großen Respekt und große Achtung. Was ist politisch zu tun? Die Situation wird von Griechenland allein nicht zu lösen sein. Das ist ganz klar zu spüren. Deshalb wird es darum gehen, dass Europa noch mal gemeinsam hier hinschaut und auch gemeinsam Lösungen findet für ein vernünftiges, ordentliches Aufnahme- und Registrierungsverfahren und natürlich auch vor allen Dingen für diejenigen Wege zu schaffen, die einen Asylantrag stellen können, die einfach schutzbedürftig sind, dass das auch möglich wird. Im Moment ist es so, dass ihnen dieses Menschenrecht vorenthalten wird. Sie sind nicht in der Lage, ihren Asylantrag zu stellen. Das ist eine große humanitäre Aufgabe, vor der im Moment Europa steht.